Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von die Sims 4. Und wie ihr seht, ich habe jetzt einfach mal unseren Sim auf das Boot gestellt, also aufs Kanu, und lasse von da aus angeln, weil ich das mal testen wollte. Funktioniert ganz gut. Die anderen beiden Herrschaften angeln da draußen gerade. Was hat denn der geangelt? Ja, einen Kaiserfisch, Papageienfisch. Nein, wir wollen ihn weder aufhängen noch einen Plasma-Beutel damit machen. Was ist das? Ein Borsch. Sieht denn dein Essen aus? Naja. Einen Fisch darfst du noch fischen. Nein! Trebi gerade nicht, muss mein Fisch noch fischen. Ich habe immer Angst, dass er dann da drin. Okay, das war kein Fisch. So. Kann ich das Blumensegel nicht irgendwie auch deaktivieren? Segelt jetzt aber automatisch damit heim, oder? Really? Nein. Setz dich auf dein Kanu. Oh, ist das immer ein Schwachsinn. Hier in Segeln. Dankeschön. Wer hockt denn hier schon wieder rum? Wer ist das denn? Ein Paparazzi! Oh! 3 Stunden. Ich habe gefühlt 50.000 Sachen da drin in meinem Kühlschrank. Ein Tag, 2 Tage. Leute, so viel kann ich gar nicht essen. Und jetzt werde ich mich wahrscheinlich gleich abfackeln, wie ich mich kenne. Ist dann oh fuck you. Grillen. Gegrillter Fisch. Kriege ich dann meinen Fisch? Lass mich ja in Frieden, werde ich meinen Fisch. Der fotografiert mich! Ja, ich habe. Nein, ich habe keinen meiner Fische genommen. Was ist das für ein Scheiß? Ja, knipst dich halt zu Tode da hinten. Ich nehme den jetzt gleich mit ins Meer mit. Schlaf ein, du blöder Penner. Was habe ich da in der Hand? Eine Gabel. Da, jetzt kannst du mich beim Essen fotografieren. Geh halt bitte da rein in deine Hütte. Kann ich nicht, muss mich erst noch auf den Holzscheit setzen, weil ich dumm bin. Ja, meine Fresse.
Mädel. Jeder kommt da hoch und du kommst jetzt angeblich nicht mehr deine. Ja. Willst du mich eigentlich verarschen? Leute, die in der Gruppe die Wölfe sind, dürfen auch rein. Den Rest will ich nicht in meiner Bude haben. Ich habe mich tatsächlich selber ausgesperrt, oder was? Was ist das für ein Schwachsinn? Ja, nee, ist klar, der schwimmt da einfach rum. Was ist mit dem los? Ey, ich mache jetzt gleich das. Ja. Was? So, jetzt reicht's mir aber. Du? Kann ich dich nehmen? Nein, ich will nicht die Dusche nehmen. Ich will den Typen nehmen. Verpiss dich! Hau ab! Du bist nicht von meinem Haushalt. Ich glaube, es hakt. Was soll denn das? Irgendwelche random Spasten können in mein Haus rein oder was? Ja, nee, ist klar. Ich habe hier nicht Tag der offenen Tür, Monsieur. Ah, wie ersäufst du? Wieso gehen die immer alle da hinten raus? Sind die alle blöd oder was? Ich mache jetzt gleich den Steg weg. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. So, machen wir jetzt Folgendes. Jetzt reicht es mir nämlich. So, weg, weg, weg. Also die Schnauze voll hier von diesen Vollidioten, die da und da irgendwie meinen, sie müssten über meine Terrasse, also beziehungsweise über den Bootssteg in mein Haus rennen. Jetzt reicht's mir. Eigentlich kann das hier stehen bleiben. Ich glaube, kann ich das auch auffüllen. So. Schluss mit dem Scheiß. KB da drauf. Bin ich denn? Alle 5 Sekunden rennt da irgendeiner random in mein Haus rein. Ich meine, jetzt langsam reicht's mir.
meine, ich habe ja kein Problem, wenn da mal jemand vorbeikommt oder so zu Besuch, aber was die machen, ist halt ultra übertrieben. Die ganze Zeit sind irgendwelche Leute, die bei mir da drin rumrennen. Also, sorry, aber jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt reicht's mir. Aha, Rosen haben wir ja noch, die verkaufen wir. Paprika, Kartoffeln können wir auch verkaufen. Kartoffeln. Tomaten. Basilikum. Oh, springt ja doch einiges von unserem Garten raus. Gewächshaus ist halt nicht so gebunden, ne? An irgendwas. Also heißt, da kannst du halt wirklich immer ernten. Und das ist halt das Gute. Weil sonst musst du halt immer gucken, okay, das Pfle wächst nur im Frühling, das wächst nur im Sommer. Was ganz lustig ist, wenn man so vielleicht so eine Art Harvest Moon Challenge macht oder so, dass man sagt, man zieht auf irgendein Grundstück, hat nur so ein abgefucktes Haus, wo ein Krümelbett drin steht und so ein Off-the-Grid-Ofen oder so ein Zeugsel und dann fängt man das vielleicht so an aufzubauen, bis man dann letztendlich in eine fette Bude einziehen kann und oder sein Haus in eine fette Bude verwandelt hat und macht das halt hier wirklich so mit so Landwirtschaftsgedöns. Dann kannst du ja hier auch die Liebe finden und bla. Oder halt für Generation zu Generation Dings machen. So, braucht ihr auch noch Pflege? Gut. Was gibt es denn eigentlich noch für Partys? Beziehungsweise wollte ich. Ja, genau. Dann schauen wir noch mal mit dem gesellschaftlichen Ereignis und. Noch ein Bild. Ah, das ist aber schön. Das ist ein, hat so ein Kanu. Könnte glatt unser Kanu sein. Ah, ich hasse es, wenn die Wände zu klein sind. Ah, auf Instagram. Historische Fakten studieren, ja. Die historischen Fakten sind, ich habe das fotografiert, als ich schwimmen war. Blub. Also, ja, die historischen Daten sind, es war vor 5 Minuten, habe ich dieses Bild geschossen. Tudum. So. Meet and greet. Oh Gott. Ah ja, das könnte ich also auch machen, ja. Wir machen ein Kleinkind. Wir machen eine Würstelparty am FKK-Strand. Ding Dong! Oh Gott, nein! Weil wir könnten so ein Meet and Greet machen, aber das wird wahrscheinlich volle Knecke nach hinten losgehen. Scheiß drauf. Ich bin Promi. Yay! Fan! Das ist so falsch. Ich finde das total. Nein. Gruppen. Ja, das sind meine Fans. Ich finde Fan komplett Banane. Also. Kann ich die alle einladen? Ja, perfekt. Mixer.
Mann, ich hab. Magic habe ich so eingeladen. Passt schon. Ich dachte schon, ich habe Magic wieder nicht einladen können. Ich weiß nicht, ob Kitschi. Ich glaube, Kitschi kann nicht mixen. Ich könnte meinen Bruder einladen als Mixer. Muss ich das bei mir zu Hause machen? Nein. Ja, wir könnten eigentlich auch mal wieder Wonders hinfahren, ne? Die habe ich ja damals auch umgebaut. Die habt ihr noch gar nicht gesehen, glaube ich. Das letzte Mal, wo wir im Yachtclub waren, habe ich meinen Sim versehentlich nackt ausgezogen. Ja, es tut mir ja leid. Das war halt wirklich so. War nicht so geplant. Das war ein bisschen weird. Also, ich habe maybe gedacht, das ist halt nicht so cool. Was ist das denn hier? Ach so, der Leuchtturm. Nein. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Ideenclub, what the fuck ist das denn? Studio. Da war ich. Ideenclub Lounge? Hä? Ist das. Ach, das ist in der Bromi-Nachbarschaft wahrscheinlich. Gehen wir in den Orchideenclub. Gut, wir werden uns im nächsten Part den Orchideenclub ansehen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer: Ciao, ciao.